Sich an die Orte des Holocaust zu begeben, ist eine schwere Prüfung und eine Herausforderung für einen Landschaftsfotografen, der sich mit den Beziehungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt beschäftigt. 15 Jahre lang, seit Ende der 1980er Jahre, suchte der britische Fotograf Michael Kenner die Lage auf und fing sie mit seiner Kamera ein. Ohne Auftrag, nur für sich und für die Geschichte. Die Orte wirkten auf mich dunkel und unheimlich, als ich das erste Mal dort war. Es gab keine anderen Besucher. Ich ging anonym hin, konnte in aller Ruhe herumlaufen und meine Vorstellungskraft freien Lauf lassen. Das war fast so wie eine Pilgerreise auf einen Berg. Ich musste diese Arbeit machen. Ich wusste damals nicht, warum, und ich weiß es bis heute nicht. Aber ich musste mich mit diesen Orten, mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Ich habe getan, was ich konnte, und das ist das Ergebnis. Ich denke, wir müssen in dieser Welt realistisch sein, denn es wird immer Kräfte geben, deren Ziel es ist, die Menschheit zu vernichten. In meiner Arbeit habe ich sowohl die dunklen als auch die hellen Seiten des Lebens fotografiert. Ich habe einen Sinn für Realismus, dafür, was negativ und was positiv ist, wie diese Kräfte sich gegenseitig ausgleichen oder nicht. Wenn ich zurückblicke, bin ich immer noch überwältigt von diesem absoluten Horror, der in den Lagern herrschte. 11 Millionen Menschen wurden ermordet. Das kann man sich nur schwer vorstellen. Aber leider war es die Realität. Mit seinen schlichten, quadratischen Bildern wirft Michael Kenner einen ernsten Blick auf den Holocaust. Und doch lassen sie auch die erlösende Kraft der Zeit auf die Geschichte erkennen.